liebe Kolleginnen, liebe Unterstützerinnen, liebe Freundinnen und Freunde, vor 15 Jahren läutet bei uns zu Hause spätabends das Telefon. Es war die damalige ÖVP-Generalsekretärin Maria Rock-Kallert. Sie fragte mich, ob ich Abgeordneter werden möchte. Ich wäre umgefallen, aber zum Glück saß ich im Rollstuhl. Meine Bedingung für die Kandidatur war die Umsetzung eines Behindertengleichstellungsgesetzes. Gesagt, getan, heute gibt es dieses Gesetz. Und es war die Zeit für eine neue Politik. Eine Politik nicht über behinderte Menschen, sondern mit ihnen. In den letzten Tagen haben mich viele darauf angesprochen und gefragt, wie sie mich im aktuellen Wahlkampf wieder unterstützen können. Das hat mich berührt und sehr geehrt. Ich hoffe, Sie sitzen jetzt gut in Ihrem Sessel, wenn ich Ihnen sage, dass ich diesmal nicht mehr kandidiere. 15 Jahre lang war ich euer ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung und 4 Jahre lang Sprecher für internationale Zusammenarbeit. Eine sehr bewegende Zeit, in der wir gemeinsam viel weitergebracht haben, auch fraktionsübergreifend. Hier einige Eindrücke, was in den letzten 15 Jahren durch meine Initiative und mein Mitwirken erfolgreich umgesetzt werden konnte. Anfangs waren meine Kolleginnen im Parlament sehr verunsichert. Ein Kollege, der nicht die Hände schüttelt, der tief unten im Rollstuhl sitzt, mit leiser Stimme spricht. Das war etwas sehr Ungewöhnliches. Aber im Plenum, da gab es tolle Momente, da wenn ich mit leiser Stimme sprach, war plötzlich der ganze Saal ganz leise. Und alle hörten zu und wollten wissen, was sagt uns der Hoheinig. Als selbst Betroffener hatte ich viel zu sagen. Vor allem veränderte ich durch meine Lebensrealität die Politik. Um Dinge umzusetzen, brauchte es eine große Portion Hartnäckigkeit. Aber ab und zu auch eine paradoxe Intervention. Zum Beispiel durch einen Zeitungskommentar oder Kerzen anzünden für nicht ins Dunkel. Oder dass ich alle meine Reden in die österreichische Gebärdensprache übersetzen ließ. Es gab Zeiten zum Jubeln, aber auch Zeiten, wo ich einen langen Atem brauchte. Dank meinem Beatmungsgerät war das kein Problem. Mir ging nie die Luft aus. Aber es hat sich ausgezahlt. Ich bereue nichts. Und danke euch allen für die großartige Unterstützung. Besonderer Dank gilt meinem tollen parlamentarischen Team, meinen persönlichen Assistentinnen und vor allem natürlich meiner Familie. Wir stehen in der Behindertenpolitik vor großen Herausforderungen. Finanzierung der Pflege, ein selbstbestimmtes Leben durch persönliche Assistenz, mehr Chancengleichheit durch bessere Bildung und Beschäftigung. Und die Menschenwürde muss Grundprinzip unseres politischen Handelns werden. Schreiben wir doch die Menschenwürde in die Verfassung. Denn die Menschenwürde muss gesichert sein, vom Anbeginn des Lebens, auch bei der Geburt von behinderten Kindern. Ein behinderter Mensch bedeutet nicht nur Leid, sondern auch Freude und Glück. Barrieren müssen nicht nur in den Gesetzen, sondern vor allem in den Köpfen abgebaut werden. Mediendarstellungen spielen dabei eine wesentliche
Rolle bei der Bewusstseinsbildung. Ich werde mich als ausgebildeter Medienpädagoge, Germanist, Journalist und Schriftsteller vermehrt um dieses Anliegen kümmern. Abschließend habe ich noch ein großes Anliegen, nämlich, dass Österreich sich auch weiterhin für die Bekämpfung von Hunger, Armut und dem Klimawandel einsetzt. Wir haben nur einen Planeten. Die Verantwortung für eine bessere und gerechtere Welt liegt bei uns allen. Jeder Einzelne muss sich dafür einsetzen. Es ist jetzt Zeit für Neues, für die ÖVP und auch für mich. Neue Herausforderungen warten auf mich. Ich sitze zwar im Rollstuhl, aber ich bin kein Sesselkleber. Und meinen Stuhl, den nehme ich sowieso mit.